Bayern Deutschland verändern. Ob du willst oder nicht. Sollen Sie dein Abo bei Hollywood? Hör auf, in dieser Planet der Affenscheiße reinzuziehen, tagtäglich. Kanonen, Hollywood macht dir deine Religion vor. Und du glaubst alles, was durch die Kiste lässt, in deinen Schädel flimmert. Hör doch mal auf mit diesem. Paris, die Stadt der Lichter und der Freiheit. Täglich genießen Tausende von Besuchern den Ausblick vom Eiffelturm. Schon vor ungefähr 100 Jahren drängelten sich genau hier Millionen sensationsgieriger Schaulustiger. Und auch in Lyon, Turin, London, Hamburg, Brüssel, Chicago oder Genf begafften über 400 Millionen Europäer und Amerikaner eine Sensation. Menschen, die man als Wilde abqualifizierte und in regelrechten Zoos zur Schau stellte. Die Ironie der Geschichte will es, dass die Grundmauern des zukünftigen Museums für primitive Kunst auf einem der damaligen Schauplätze dieser rassistischen Massenbelustigung errichtet wurden. Die ersten, damals äußerst seltenen Bilder von Afrikanern in Europa enthüllen einen Teil dieser beschämenden Geschichte. Der Film mit dem Originaltitel Bagnard de Nègre wurde 1896 von den Gebrüdern Lumière im Jardin d'Acclimatation in Paris gedreht. Im Jahr zuvor konnte man dieses Schauspiel zu Füßen des Eiffelturms bewundern. Was machten Schwarze mit ihren barbusigen Frauen in Paris? Das war exotisch. Um das Ganze noch interessanter zu machen, ließ man Kinder auf Einbäumen herumfahren. Man konnte Münzen ins Wasser werfen und die kleinen Schwarzen tauchten danach. Das sind die ersten Fotos, die ich von der völkerkundlichen Ausstellung über Westafrika von 1895 auf dem Champ de Mars gekauft habe. Hier erkennt man deutlich die Gebäude des Quai Branly. Dieses Bild verdeutlicht die außergewöhnliche, fast surrealistische Atmosphäre. Sie stehen in der Savanne und hinter ihnen erhebt sich der Eiffelturm. Reisen Sie, ohne von zu Hause fortzugehen. Die Wilden kommen direkt zu Ihnen. Sehen Sie sich diese außergewöhnlichen Eingeborenen aus Dahomey an. Echte Amazonen. Davon kann man nur träumen. Sie hatten Kostüme an, die überhaupt nicht authentisch waren. Bühnenkleider. Aber das wussten die Leute nicht. Man holte nicht nur Schwarze, auch Lappländer und Lilliputaner. Dann gab es die bärtige Frau, die sich zur Schau stellte. Man musste die Leute verblüffen. Für sie war das alles bizarr. Und besonders pikant fand man natürlich, dass die Mädchen entblößte Brüste hatten. Das Fremde. Das Fremde ist immer unheimlich. L'autre est toujours monstrueux. Sehen Sie sich die Schönheit dieser Menschen an.
Sie lächeln alle. Das ist eine Truppe von Hagenbeck, Kommerzienrat Karl Hagenbeck, einem Tierimporteur. Er belieferte alle damals in der Blütezeit, als die meisten deutschen, englischen und französischen Zoos entstanden. Am Ende wurde Hagenbeck vom Erfolg buchstäblich überrollt. Bald importierte er mehr Menschen als Tiere. Millionen von Schaulustigen kamen und das brachte sehr viel Geld ein. Bis Ende des 19. Jahrhunderts war St. Pauli ein Unterhaltungsviertel, in dem es eine Reihe von Theatern, Cafés, Panoptiken, Kabaretts gab. Das Vergnügungsviertel vor den Toren Hamburgs. Heute ist daraus der bekannte Rotlichtdistrikt St. Pauli geworden. Es ist kein Zufall, dass in diesem Zentrum des Amüsements und auch der Naturalien Kabinette die Firma Karl Hagenbeck ihre Geschäftsstelle hatte. Von hier aus wurde der Tierhandel betrieben. Hier befand sich auch die Hagenbecksche Menagerie. Die Geschichte des Hauses Hagenbeck begann 1848 auf Hamburg St. Pauli. Mein Ururgroßvater war Fischhändler und er hat den Tierhandel nebenbei betrieben. Eines Tages hatte er einen größeren Transport von Rentieren aus Lappland. Und es war die Idee des Malers Heinrich Leutemann, eine Lappenfamilie zu bitten, diese Rentiere zu begleiten nach Hamburg. Das gab einen Riesenaufstand in Hamburg, als die Lappen hier ankamen in ihren traditionellen Kostümen. Und das war der Beginn der Völkerschauen. Dies ist die erste Geschäftskarte der Firma Karl Hagenbeck. Das Publikum war begeistert. Es lobte vor allen Dingen die Natürlichkeit oder das, was es dafür hielt, was es so empfand, des Gezeigten. Es sollte dem europäischen Publikum demonstriert werden, wie man dort mit raffinierten Methoden die Tiere jagte und fing, die danach in die Hagenbeck'sche Menagerie nach Hamburg geliefert wurden. Hinter dieser Mauer befindet sich das Gelände, auf dem der Hof des Gebäudes am Pferdemarkt 13 lag. Nach dem Umzug 1874 wurde hier Karl Hagenbecks Tierpark eröffnet und man muss sich das Gelände voller Käfige vorstellen, die die Handelsmenagerie beherbergten. Von hier aus nahmen auch die ersten Völkerschauen ihren Ausgang. 1874 geplant und 1875 eröffnet, war auf diesem Gelände die erste Lappländervölkerschau zu sehen. Dort, wo heute Kinder spielen, nahmen auch die weiteren Völkerschauen der nächsten Jahre ihren Ausgang und gingen von hier aus auf Tournee durch Deutschland oder sogar durch ganz Mitteleuropa. Wie schon der Amerikaner Barnum mit seinem Monsterzirkus werden auch diese anthropologisch-zoologischen Schauen sehr schnell weltweit Erfolg haben. Davon war Karl Hagenbeck überzeugt. Dutzende von Agenten grasten den Pazifik, Asien, Südamerika und vor allem Afrika ab, auf der Suche nach immer exotischeren Völkern, die besonders wild oder fremdartig wirkten. Hunderte von Truppen mit insgesamt mehreren tausend Männern, Frauen und Kindern wurden nach Europa und in die USA verfrachtet und in Zoos, im Zirkus, auf Ausstellungen, Messen und den Bühnen der Nachtlokale und Varieté-Theater ausgestellt. Wussten diese Menschen, dass sie dazu dienen würden, den Gruselfantasien der weißen Gestalt zu verleihen? Einer der ersten Kunden Hagenbecks war Geoffrey Saint-Hilaire, der Direktor des Jardin d'Acclimatation in Paris. Während der Belagerung der Hauptstadt 1870 waren die Tiere seines Zoos dem Hunger zum Opfer gefallen. Nun war er auf der Suche nach neuen Attraktionen, um sein Geschäft wieder in Schwung zu bringen. Der Erfolg der völkerkundlichen Ausstellungen im Zoologischen Garten im Jardin d'Acclimatation beruht auf mehreren Faktoren. Die Öffentlichkeit gierte nach Attraktionen, nach Neuheiten und nach Wissen. Sich hier im Zoo die Unterschiede aus nächster Nähe zu betrachten, bedeutete gleichzeitig, sich weiterzubilden. Die Experten hatten recht. Schon zur ersten völkerkundlichen Ausstellung, die der Nubier 1877, kamen auch die Mitglieder der Anthropologischen Gesellschaft von Paris, um die hier zur Verfügung stehenden Exemplare zu studieren. Im 19. Jahrhundert fand eine Revolutionierung des wissenschaftlichen Denkens statt. Es war die Zeit des Positivismus.
Man wollte über alles ein Maximum an Informationen sammeln. Information, das bedeutete Wissen und damit Macht. Die Anthropologen stürzten sich also auf dieses unermessliche Reservoir an Informationen über andere Völker, die man damals noch andere Rassen nannte. Sie wollten sich neues Wissen aneignen, aber es ging ihnen auch um das selbstherrliche Gefühl, die anderen beherrschen zu können. Man war dabei, die Anthropologie weiterzuentwickeln, eine Klassifizierung einzuführen. Erschreckend ist nur, dass es für die Anthropologen und vor allem für die breite Bevölkerung offensichtlich genügte, diese in Anführungsstrichen anderen Rassen hinter Gittern zu sehen, um sie in der Hierarchie ganz unten anzusiedeln. Da bedurfte es keiner Erklärungen mehr. Wenn man vor einem Käfig steht und die darin eingesperrten Menschen betrachtet, auch wenn es manchmal nur symbolische Käfige sind, begreift man sofort, auf welcher Seite Macht und Wissen zu finden sind. In der Mitte des 19. Jahrhunderts kam auch der Darwinismus auf mit seiner Theorie der natürlichen Auslese. In der Natur überlebt der Stärkere auf Kosten des Schwächeren. Diese Denkweise steht hinter der damaligen Klassifizierung und führte zur Rassenhierarchie. Wie wurde das Tier zum Menschen? Man braucht das berühmte fehlende Bindeglied. Wir entwickeln uns stufenweise. Die Evolution macht keine Sprünge, wie schon Leibniz sagte. Also müssen wir diese Bindeglieder finden, insbesondere das zwischen Affe und Mensch. Und da wir darüber keine fossilen Funde haben, kommt uns der Neger gerade recht. So können wir ihn ohne Schuldgefühle auf die Stufe herabsetzen, auf der er sich durch die Sklaverei schon befand. Und gleichzeitig untermauern wir damit die Evolutionstheorie. Man dachte damals also, es gäbe Rassen, die dazu prädestiniert wären, zivilisiert zu sein oder die Zivilisation anderer voranzutreiben. Und wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, kommt man automatisch zu der Idee und Politik der Kolonisation. Die Ausstellungen und die Wissenschaftler haben die Öffentlichkeit überzeugt. Es gibt tatsächlich Wilde. Nun war man nur allzu bereit, den Wettlauf um die Kolonialgebiete zu unterstützen. Ermutigt durch diese allgemeine Begeisterung nutzen die Regierungen der großen europäischen Nationen die Menschenzoos mehr und mehr als Propagandamittel für ihre Kolonialpolitik. Ab 1890 jagt eine große Ausstellung die andere. Es gibt Schauen in Lyon, Glasgow, Barcelona, Berlin, Genf und eine der faszinierendsten, 1897 in Brüssel. Wir sind genau an dem Ort, wo vor 105 Jahren, 1897, kongolesische Dörfer aufgebaut waren für die Ausstellung von Tervuren. Man musste der belgischen Bevölkerung beweisen, dass der Kongo rentabel war. Denn auf Betreiben von Leopold II. War erst vor 12 Jahren der unabhängige Staat Kongo gegründet worden. Durch die Ausstellung von Rohstoffen und Objekten aller Art wollte man zeigen, was der Kongo zunächst dem Monarchen, dann jedoch auch den Belgiern einmal einbringen würde, aber auch welche unbekannten Völker in diesem Teil Afrikas lebten. Aber dafür, dass man so viele Menschen herbeigeschafft hatte, gab es auch einen ideologischen Grund. Von den 267 Kongolesen waren fast die Hälfte Soldaten. Es ging darum, den Belgiern und auch der restlichen Welt zu beweisen, was die Belgier dort erreicht hatten. Es wurde gefragt, wer sind die Einwohner dieser fernen Länder? Also waren hauptsächlich zwei Bevölkerungsgruppen vertreten. Zum einen waren das die Menschen vom Fluss,
Hindus, die Bengala, denen man teilweise große Brutalität, vor allem aber ausgeprägte nautische Fähigkeiten nachsagte. Die herbeigeschafften Bengala waren angehalten, dem Publikum ihre Kunstfertigkeit im Umgang mit Booten zu demonstrieren und die restliche Zeit vor den eigens aufgebauten Hütten ihre alltäglichen Arbeiten zu verrichten. Alles hinter Gittern, natürlich. Zum anderen gab es die Pygmäen. Damals nannte man sie die Zwerge. Diese nur sehr dürftig gekleideten Menschen entsprachen genau dem Bild, das man sich von den Wilden machte. Gleich nebenan war jedoch auch ein Dorf aufgebaut, das von einem belgischen Priester betreut wurde. Sein Anliegen war ein ganz anderes. Mit einem Dorf im europäischen Stil wollte er beweisen, dass die Kongolesen anpassungsfähig und zivilisierbar sind. Er präsentierte Kinder, Jungen und Mädchen, die christlich erzogen wurden und westliche Kleider trugen, als Beispiel für eine gelungene Umerziehung. Aus Erzählungen weiß man jedoch, dass das hiesige Klima den Kongolesen schwer zu schaffen machte. Viele wurden krank und 7 von ihnen starben schließlich. Das verursachte in der Presse natürlich einigen Wirbel. Als Konsequenz daraus wurden bei künftigen Kolonialausstellungen, zum Beispiel 1910, keine Kongolesen mehr gezeigt. Laut Presseberichten von damals waren an den Gittern, mit denen die Dörfer eingezäunt waren, Schilder angebracht mit der Aufschrift: Das Füttern der Eingeborenen ist untersagt, sie werden ernährt. Dies könnte man vielleicht als ein für einen Zoo typisches Phänomen halten. Doch obwohl die Organisatoren der Ausstellung aus dem immensen Erfolg ihrer Exponate durchaus einen Nutzen zogen, hatten sie wohl ursprünglich nicht die Absicht, das Ganze zu einer Jahrmarktsattraktion mit kommerziellem Hintergrund zu machen. Hier stießen einfach zwei Welten aufeinander. Die einen sahen in den Wilden eine Sehenswürdigkeit, mit der man Geld verdienen kann, und die anderen verfolgten politische und religiöse Ziele. Sie wollten die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass die Kolonialisierung gut und gerechtfertigt ist. Ebenfalls typisch für das ausgehende 19. Jahrhundert sind die Weltausstellungen, womit sich vor allem Paris einen Namen machte. 1889 wurde anlässlich des 100. Jahrestages der Revolution auf dem Champ de Mars der Eiffelturm erbaut, und 1900 luden Frankreich und seine Kolonien die restliche Welt ein, dem glamourös in Szene gesetzten Fortschritt zu huldigen und den Anbruch des neuen Jahrhunderts zu feiern. Perfekt einstudierte folkloristische Darbietungen von Algeriern, Einwohnern aus Dahomey, Galibi-Indianern, Singalesen oder Rothäuten zwischen dem Jardin d'Acclimatation, dem Champ de Mars und dem Folie Bergère machen aus dem Paris der Belle Époque auch ein Paris der Menschenzoos. Die Jahrhundertwende ist zugleich auch ein Meilenstein für die Kolonien. Alles ist verteilt, die Grenzen sind gezogen. Auch was die Menschenzoos angeht, bahnen sich Änderungen an. Sie haben nicht mehr die gleiche Funktion, das ihnen zugrunde liegende Bewusstsein hat sich verändert. Man hat sich mittlerweile an die Menschenzoos gewöhnt und die ideologischen Überlegungen gehen über simples rassistisches Denken hinaus. Plötzlich führt die zur Schaustellung des Fremden zu Betrachtungen über die eigene Situation, über die Eroberungen, über die Aufteilung einer Welt, wie man sie gerne hätte. Das beste Beispiel dafür sieht man hier, zu Füßen des Eiffelturms. Die Dörfer sind nicht mehr bunt zusammengewürfelt, Hauptsache es entsteht ein spektakulärer Eindruck. Jetzt zeigen sie die Aufteilung der Welt. Und das Jahr 1900 hat auch sonst Symbolcharakter. Noch nie gab es in Paris eine Ausstellung solcher Ausmaße. Mit 50 Millionen Besuchern wird sie zur Massenveranstaltung.
Durch illustrierte Ansichtskarten und den Film, hier ein Ashanti-Dorf von den Gebrüdern Lumière 1897 in Lyon gefilmt, werden Bilder zum idealen Instrument der Populärwissenschaften. Da ein Großteil der westlichen Bevölkerung kaum lesen und schreiben kann, entdeckt man auf diese Art fremde Welten, frei erfunden und komplett in Szene gesetzt. Um eine immer anspruchsvollere Kundschaft zu befriedigen, ist man nach und nach vom Einzelexemplar zur Truppe übergegangen und dann zu richtigen Wanderdörfern mit Männern, Frauen, Kindern und Tieren. Auf den Wegen des tropischen Gartens von Nogent, am Rande der Wälder von Vincennes, verlieren sich langsam die Spuren der Kolonialausstellung von 1907. Hier hat sich das Bild des Wilden verändert. Hier wurde er zum Eingeborenen im Dienste des Kolonialreichs. Die Zeit der Eroberungen ist vorbei. Jetzt geht es um wirtschaftliche Ziele, die Ausbeutung des Kolonialreichs. In den meisten Hütten lagern Edelhölzer, tropische Pflanzen, Reis, Kakao und Kaffee. Damit will man zeigen, dass es außer den Menschen, die Frankreich jetzt unter seine Fittiche genommen hat, auch noch andere Reichtümer gibt, die es zu entdecken und auszunutzen gilt. Man hat am selben Ort zwei verschiedene Ausstellungskonzepte vereint. Das eine zeigt, vereinfacht gesagt, das Solide, die Gebäude und Fabriken. Das andere zeigt das Fragile, die Hütten, die Zelte der Sahara-Bewohner. Der Besucher, der von einem Pavillon zum anderen schlendert, hat unwillkürlich das Gefühl, dass die einen in ihren stabilen Häusern von Frankreich beschützt werden, während die anderen in ihren Hütten allen Gefahren hilflos ausgesetzt sind. Die Tuaregs stehen für die Sahara, die Kongolesen für Schwarzafrika, die Kanaken für Neukaledonien, die Hindus für die indischen Handelsniederlassungen, die indochinesische und laotische Bevölkerung für den asiatischen Teil. In Nogent steht sozusagen eine Miniatur des Kolonialreichs von 1907. Es gibt keine Zäune mehr, keine Absperrungen zwischen dem Zuschauer und den Exponaten, wie noch im Jardin d'Acclimatation oder bei Hagenbeck. Man schafft eine Atmosphäre der Freiheit, lässt den Besucher reisen. Fast wird er selbst ein Teil des Zoos. These exhibits were not only official affairs. Diese Ausstellungen wurden nicht immer vom Staat organisiert, sondern oft von privaten Unternehmern. In England lebte ein sehr bekannter Osteuropäer namens Imre Kiralfi. Mit der Organisation von Ausstellungen machte er ein Vermögen. Er begann damit 1890 und machte weiter bis nach dem Ersten Weltkrieg. Er hatte Ausstellungen im Londoner Olympia und im Earls Court. 1908 begann er mit einer Reihe wunderschöner Ausstellungen mit dem Titel White City. Aber da gab es auch die Unternehmer, die bis nach Afrika fuhren und von dort komplette Truppen mitbrachten, die mit der Zeit perfekte Entertainer wurden. Die Franzosen waren dabei ganz besonders erfolgreich, denn es gab sehr viele Truppen, die aus dem Senegal oder aus Dahomey stammten. Sie tourten durch die Städte in England und ganz Europa. Sogar in größeren Badeorten am Meer konnte man sie bewundern. »14 Tage vorher informierte die Presse die Einwohner. In zwei Wochen kommt ein schwarzes Dorf in unsere Stadt. Die Plakate klebten an den Mauern der Städte und umliegenden Dörfer. Kleine Broschüren wurden verteilt.«
Das sind seltene Stücke, kleine Programme, die man für 15 Centime verkaufte. Darin waren die Darsteller abgebildet. So wusste man schon, was man zu sehen bekommen würde. Hier eine Tahitianerin, sehr hübsch, die Kleine. Man sieht sie später noch einmal. Wirklich hinreißend. Es wurden Schaukämpfe ausgetragen. Oft hatten diese einen realen Hintergrund. Es waren genau die Kämpfe, mit denen die Eingeborenen in der allerjüngsten Vergangenheit unterworfen wurden. Und dann kamen sie zu diesen Ausstellungen und mussten das nachspielen, was ihnen tatsächlich zugestoßen war. Wirklich sehr traurig. Das Publikum war ganz versessen auf solche Darbietungen, denn hier wurde etwas Vergängliches gezeigt. Eine Sensation, die sich nur jetzt, in diesem Moment ereignete. Die Wilden würden schnell wieder verschwunden sein. Die Ausstellungen selber dauerten nur wenige Monate. Und wenn man eine verpasste, verpasste man sozusagen auch die Völker. Denn es war absehbar, dass sie durch die Kolonialpolitik vernichtet oder zumindest von der fortschreitenden Zivilisation überrollt werden würden. Das Ereignis des Monats. Morgen kommen die Afrikaner, die Sudanesen, die Nubier, die Hottentotten, die Hindus in unsere Stadt. Die Menschen reisen von weit her, um sie zu sehen. Und darauf kommt es den Veranstaltern an. Vergessen wir nicht, dass diese Agenten Unternehmer sind. Sie reisen nach Afrika, um ihre Truppen zusammenzustellen. Oft hilft ihnen ein lokaler Zwischenhändler dabei. Und dann werden Hunderte von Frauen, Kindern, Alten rekrutiert, die manchmal für 5, 10, 15 oder 20 Jahre nach Europa reisen. Man zeigt zum Beispiel Tellerfrauen. Und wie sind diese Tellerfrauen hierher gekommen? Sehen Sie hier, mit dem Schiff. Wenn man eine Truppe zusammenstellte, legte man Wert darauf, dass schwangere Frauen dabei waren. Bekamen die Frauen dann nach ihrer Ankunft in Frankreich ihr Baby, schrieb man über den Eingang des Dorfes eine Geburt im Dorf. Man erhöhte die Preise und alle waren glücklich. In früheren Zeiten war Hagenbeck sehr werbewirksam mit den am Bahnhof angekommenen Völkerschautruppen durch Hamburg gefahren. Er war, wie auf diesem Foto zu sehen, mit ihnen in einem Restaurant oder Café eingekehrt. Er fuhr mit ihnen in offenen Kutschen zum Tierpark. All dies war bei den letzten Völkerschautruppen nicht mehr der Fall, denn wie gesagt, sie reisten wenig werbewirksam schon in europäischer Kleidung an und das bot keine besondere Attraktion mehr im Straßenbild. Vertraglich von den Unternehmern dazu verpflichtet, tourten diese Truppen durch ganz Europa. Es gab sehr viele dieser Truppen, aber im Allgemeinen bestanden sie nur aus wenigen Eingeborenen. Deswegen war der Einzelne für den Unternehmer von relativ hohem Wert. Ich will damit sagen, dass sie eigentlich ganz gut versorgt und gepflegt wurden. Man interessierte sich für sie, man kümmerte sich um sie. Wenn einer krank wurde, ließ man sofort einen Arzt kommen. Zwischen 1870 und 1890 sind einige Fälle bekannt geworden. Zum Beispiel, dass Galibi-Indianer oder Lappländer, die gegen ihren Willen herumgezeigt wurden, auf Ausstellungen in Paris oder Amsterdam gestorben sind. Die Ursache waren Pocken oder Erfrierungen. Aber in den meisten Fällen hatten sie Verträge abgeschlossen und wurden bezahlt. Trotzdem versetzen wir uns einmal in die Kolonialzeit. Die Vertragsbedingungen wurden selten mit den Betroffenen direkt ausgehandelt, sondern meist mit den Zwischenhändlern oder den Dorfoberhäuptern. Die Bezahlung war wohl auch eher symbolischer Natur. Oft gab es nur Nahrung und Unterkunft. Und die Arbeitsbedingungen gaben häufig Anlass zu Diskussionen. Unterbringung, Verpflegung und medizinische Versorgung waren bei der Firma Hagenbeck in Verträgen mit den Völkerschau-Teilnehmern geregelt. Wenn irgend möglich, versuchte man, diese in einheimischen Behausungen unterzubringen und auch auftreten zu lassen, wenn sich dies mit dem Hamburger Wetter vereinbaren ließ. Etwa
Ganz einfach war es im Falle von mobilen Behausungen, zum Beispiel Jurten aus Zentralasien. Wenn nicht, bemühte man sich zumindest, die Materialien mitzuführen und am Ort der Völkerschau wieder aufzubauen. Les troupes sont payées. Angeblich wurden die Truppen bezahlt und die Menschen schlugen sich darum, nach Frankreich zu kommen. Laut Vertrag bekamen sie ihren Lohn. Aber geschah das auch tatsächlich? Das war eine andere Sache. Den Eingeborenen war jedenfalls klar, dass sie Theater spielten. Das außergewöhnlichste Beispiel gibt es in der Schweiz. Ungefähr 1915 streikten die Darsteller, weil sie nicht bezahlt wurden. Sie weigerten sich, weiterhin die Bösewichte zu spielen. Und der Unternehmer verlor viel Geld. Also willigte er ein, sie zu bezahlen, und sie spielten wieder. Manche sprachen fehlerfrei Französisch, doch vor den Zuschauern stammelten sie nur, weil sie genau verstanden, um was es hier ging. Noch ein Beweis, dass oft kräftig manipuliert wurde. Die Namen der Truppen und der Dörfer wechseln entsprechend den Ländern, in denen sie auftreten. Koloniales Zeitgeschehen, Mode, Besucherwünsche und die Budgets der Agenten verwandeln hier und da eine senegalesische Truppe in eine aus Togo. Birmanesen kommen plötzlich aus Java. Man erfindet sogar ein komplettes Volk, das schnell berühmt wird, die Niamiam. Auf der anderen Seite des Atlantiks gelten wieder andere Regieanweisungen. Die junge amerikanische Nation ist mitten in der Aufbauphase. Zwischen 1876 und 1915 werden Ausstellungen mit Wilden zu dem Zweck organisiert, den eigenen Schwarzen und Indianern ihren Rang zuzuweisen. Im Amerika der Superlative hat alles andere Dimensionen. Die Völkerschau von 1893 in Chicago fordert einige hundert Opfer unter den Darstellern. An exposition that Eine der Ausstellungen, die unsere Beachtung verdient, zeigt weiße Amerikaner, amerikanische Indianer sowie Menschen aus der ganzen Welt in einer einzigen Veranstaltung. Ich meine die Show Wild West, die durch Europa tourte. Man darf dabei nicht vergessen, dass es sich hierbei um ein privates Unternehmen handelte. Gleichzeitig repräsentierte dieses Unternehmen aber auch die amerikanische Nation, was immer man sich darunter vorstellen will, und ihr Rassenverständnis aus dem westlichen Blickwinkel. Die Wichtigkeit dieser Ausstellungen und auch ihres Endes für die Gründung des modernen Nationenstaates sollten wir nicht unterschätzen. Der geschichtliche Ablauf ist für die USA von großer Bedeutung. Man denke nur an die amerikanische Geschichte, den Civil War 1865 und an die Ausstellungen in Chicago 1893 und auch schon vorher, die alle eine wichtige Rolle für die Erschaffung des amerikanischen Nationenstaates gespielt haben. Ich bin kein ausgesprochener Kenner der europäischen Geschichte und kann deswegen auch kein hieb- und stichfestes Urteil abgeben. Aber ich glaube, dass wir bei der Betrachtung der Entwicklung unseres eigenen Staates, der Art und Weise, wie fremde Völker bei uns dargestellt werden, große Beachtung beimessen sollten. Der Begriff Nationenstaat bedeutet die Erschaffung einer großen nationalen Gemeinschaft. Diese muss daher gemeinsame Bezugspunkte finden, die in gleichem Maße für all die sozialen und kulturellen Gruppierungen gelten, aus denen sich diese Nation zusammensetzt. Mit der in Anführungszeichen Denunzierung oder sagen wir der zur Schaustellung afrikanischer Kulturlosigkeit, dabei denke ich an das Beispiel Schwarzafrika, werden diese Völker sehr stark verunglimpft. Sie werden deshalb die momentane Entwicklung einer kollektiven europäischen Identität zumindest in Frankreich negativ beeinflussen. Es ist eine interessante Tatsache, dass diese Ausstellungen nicht nur aus exotischen Dörfern aus Afrika oder Asien bestanden. Es gab auch europäische Dörfer, oft von genau dem Land, in dem die Ausstellung gerade stattfand. In England konnte man dann ein irisches Dorf bestaunen oder ein schottisches Hochlanddorf. In Frankreich bekäme man ein korsisches oder schweizerisches Dorf zu sehen.
Diese Dörfer wurden geschaffen, um unsere eigene moderne Welt zu zeigen. Unsere industrielle und angeblich zivilisierte Welt. Übrigens tauchten diese Ausstellungen bald überall auf. In Australien, Neuseeland, Südafrika, Kanada, sogar in Indien. Sie waren die Tore zur modernen Welt. Sie veranschaulichten das Ausmaß, in dem der Ort, an dem sie stattfanden, üblicherweise war das ein von Weißen dominierter Ort, schon zu einem Teil dieser modernen internationalen Welt geworden war. Eine Massenbewegung wie diese Kolonialkultur, und das waren die Menschenzoos, ist kein unerhebliches Phänomen. In Europa und den USA zogen sie Besucher in zweistelliger Millionenhöhe an. Für die Entwicklung einer Volksmentalität spielen sie also eine wichtige Rolle. Man sollte nicht übersehen, dass die Menschenzoos damals praktisch der einzige Kontakt der Europäer mit anderen Kulturen waren. Nur sehr wenige reisten in ferne Länder. Oft war diese erste Begegnung entscheidend für das Verhältnis zu den Kolonien. Und dieses oberflächliche Bild trug massiv dazu bei, den Rassismus, der vorher nur in der Wissenschaft existierte, auch in das Volk zu tragen. Wir sind in Wembley, im Norden Londons, wo die Great Empire Exhibition von 1924 und 1925 stattfand. Dieses Stadion wurde im Jahr zuvor für das Endspiel um den englischen Fußballpokal erbaut. Genau hier begann der Wiederaufbau des britischen Weltreichs. Es kamen Millionen von Menschen. Die Besucherzahlen überstiegen jedes Mal die Einwohnerzahl der Städte, in denen die Ausstellungen stattfanden. 1924 kamen zum Beispiel 27 Millionen Besucher auf die Ausstellung nach Wembley. Die Menschenzoos verwandelten sich in Kolonialausstellungen. Diese Verwandlung mit Beginn der 20er Jahre erscheint mir sehr wichtig. Aus Ausstellungsobjekten werden Menschen. Es gibt verschiedene Berufe im Negerdorf. Man kann mit den Wilden sogar Kontakt aufnehmen. Man kann mit ihnen reden. Man kann von ihnen Waren abkaufen. Der zweite Grund für diese Veränderung in den 20er Jahren ist sicher die Wandlung der Kolonialpolitik. Die Eroberungen waren abgeschlossen. Das Zeigen von Eingeborenen, Kannibalen, wilden Barbaren kam letztendlich fast einem Eingeständnis gleich, dass das, was man zuvor als zivilisatorische Mission dargestellt hatte, gescheitert war. Der frühere Anspruch passte nicht mehr in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Im Gegenteil, man musste zeigen, dass man die Eingeborenen erziehen wollte, dass sie zur Schule gingen, dass man Straßen und Brücken baute, das Gesundheitswesen verbesserte. Kurzum, gegen Ende der 20er Jahre war der Menschenzoo ein Makel, ein Zeichen dafür, dass die zivilisatorische Mission ihren Anspruch nicht erfüllte. Und deshalb haben die Kolonialmächte das Zeigen von Menschen in Zoos schlichtweg verboten. Quittant son pays, un petit négro de l'Afrique centrale vint jusqu'à Paris voir l'exposition coloniale. C'était Nénuphar, un joyeux lascar. Pour être élégant, c'est au pied qu'il mettait ses gants. Nénuphar. Trotz der neuen Weisung von oben ließ sich die Öffentlichkeit von ihren erniedrigenden Klischees nicht so einfach abbringen. Davon zeugen zeitgenössische populäre Lieder und nicht zuletzt ein Vorfall mit einer Gruppe aus Neukaledonien. Unter dem Vorwand, sie sollten ihr Land auf einer Ausstellung repräsentieren, hatte man ungefähr 100 Kanaken nach Frankreich gelockt. Man steckte sie in Kostüme und forderte sie auf, in Paris Kannibalen zu spielen. Knapp bei Kasse beschließt der Impresario kurzerhand, einige von ihnen an Hagenbeck zu verleihen, der eine der letzten Menschenausstellungen in Köln und Hamburg organisiert, die zu einem kommerziellen Misserfolg wurde. Es dauerte Monate, bis diese Protagonisten des letzten Menschenzoos, unter ihnen ein Vorfahr des französischen Fußballers Carambeu, in ihre Heimat zurückkehren konnten.
Hier im Museum für afrikanische und ozeanische Kunst sieht und versteht man diese Veränderung sehr gut. Denn hier finden sich Überreste der Ausstellung von 1931, der größten Ausstellung des Jahrhunderts mit 32 Millionen verkaufter Tickets. Das macht deutlich, welch große Faszination die koloniale Kultur in Frankreich und überall in Europa besaß. In diesem Museum begreift man, dass es nicht mehr um die bloße rassistische Darstellung des Fremden ging, sondern um die Machtdemonstration einer großen Nation, Frankreich. Das soll nicht heißen, dass sich die rassistische Sichtweise verändert hat, nur weil es eine neue Form der Darstellung gibt. Aber sie konzentriert sich jetzt hauptsächlich auf die Ungleichheit zwischen den Europäern und den Kolonialvölkern. Und sie findet neue Ausdrucksformen, wie die Kolonialausstellung, das Theater, das Kino und viele andere Medien. Das ungleiche Verhältnis besteht zwar weiterhin, aber in sanfterer, weniger brutaler Form. Letztendlich haben die Leute hier ihre Heimat nie verlassen. Ihre Vorstellung vom Kongo basiert einzig und allein auf Symbolen und Bildern. Und dabei hat das Museum von Tervuren sicherlich eine große Rolle gespielt. Auffällig ist, dass nur sehr wenige Kongolesen nach Belgien gekommen sind. Das hat einerseits politische Gründe, aber andererseits brauchte man sie auch gar nicht mehr, um irgendwelche Thesen zu untermauern. Das Kino, die Fotografie, all das kann reale Personen ersetzen. Und die imaginäre mythologische Seite wird durch Statuen, Zeichnungen und Ähnlichem erkennbar. And it is interesting that these phenomena are really translated. Es ist interessant, wie diese Phänomene in den neuen Medien, wie zum Beispiel dem Kino, Verwendung fanden. Zweifelsohne gehen einige der charakteristischen Merkmale des frühen Hollywoods auf diese Kolonialausstellungen zurück. Zwischen den beiden Weltkriegen gab es eine Welle des imperialistischen Kinos. Diese Filme könnte man auch Kolonialwestern nennen. Nach dem Ersten Weltkrieg fingen die Völkerschauen nur sehr zögerlich wieder an und sollten nie mehr ihre alte Blüte erreichen. Und ich denke, das ist auch zu einem wesentlichen Teil auf den Film zurückzuführen, der immer mehr als Konkurrent der Völkerschauen in den Vordergrund trat. Also einmal der Film als ein Endpunkt, der den Völkerschauen den Garaus machte. Das andere, das sagt ja auch das Datum 1932, scheint tatsächlich der Beginn des Naziregimes gewesen zu sein, weil es nicht in ihr rassistisches Weltbild passte, eben gerade auch die engen Kontakte, die sich ja doch immer wieder zwischen Publikum und Völkerschauteilnehmern anbahnten. Wir sollten zugeben, dass in diesen Dörfern auch der Körper, der menschliche Körper, zur Schau gestellt wurde. Manchmal zeigte man die Menschen in ihren traditionellen Kleidern, aber manchmal auch fast nackt. Das hatte etwas Zwiespältiges. Auf der einen Seite stellten diese Körper das Primitive, das Wilde dar. Auf der anderen Seite waren sie auch sehr schön und vielleicht sogar alarmierend erotisch. Die eingeborenen Tänzerinnen waren wunderschön und attraktiv. Manchmal zeigten sie ihre entblößten Brüste. Da dies in unserer westlichen Kultur nicht erlaubt war, war dieser Anblick für die europäischen Männer so etwas wie ein erotisches Erlebnis. Aber fast noch besorgniserregender war die Wirkung auf die Besucherinnen. Natürlich gab es in den Ausstellungen auch viele Männer. Man konnte ihnen bei den fast nackt ausgetragenen Schaukämpfen zusehen. Die Zulus aus Südafrika waren für ihre schönen Körper bekannt. Von diesen Männern ging eine starke sexuelle Anziehungskraft aus. Das war den weißen Männern gar nicht recht. Die europäischen Frauen konnten hier Körper betrachten, die beinahe zu sexuellen Konkurrenten ihrer Männer wurden. Man könnte hier sogar fast von Penisneid sprechen.
Eine Tatsache ließ die Spießbürger erschaudern, nämlich die, dass die Mädchen entblößt waren. Das Schreckliche daran war, dass man sie zwang, sich zu entblößen. Diese Mädchen sind hier angezogen, wie Sie sehen. Und dann ist hier dieselbe Gruppe barbusig. Die Postkarten hatten dieselbe Nummer, also waren sie austauschbar. Es ging immer nur um den Körper in seinen verschiedenen Funktionen. Morgens wurden sie im Jardin d'Acclimatation von den Anthropologen untersucht und vermessen. Nachmittags kam das Publikum, um sie zu betrachten, und für abends unterschrieben ihre Agenten Verträge mit Kabarets wie dem Folie Bergère, die die afrikanischen Truppen auf die Bühne brachten. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es, von wenigen Ausnahmen abgesehen, keine schwarzen Schauspieler. Erst mit Beginn der zoologischen Zurschaustellung, den Ausstellungen, konnte man einen schwarzen Körper in der Realität erleben. Mit einem Mal waren die Faszination und das voyeuristische Vergnügen legitim. Plötzlich konnte man sich dieser Andersartigkeit genießerisch hingeben, im Fremdartigen schwelgen. Aber man sagte sich dabei natürlich, nein, das sind keine richtigen Menschen, sie sind nicht wie wir. Denn damit rechtfertigte man seine indiskreten Blicke. Das Erstaunliche ist, dass wir einem verlorenen Paradies nachtrauern. Wir haben diese Vorstellung des edlen Wilden, dieses Bild eines tropischen Paradieses voller schöner Menschen. Gleichzeitig haben wir aber auch eine unbestimmte Angst vor ihnen. Und diese Verbindung von wilder Grausamkeit und Erotik ergibt eine explosive Mischung. Josephine Baker arrive en 1925 kommt Josephine Baker mit ihrer Negerrevue. Wir sind in einem Varieté der Champs-Élysées. Der Ankunft dieser aufregenden Darbietung, die das Pariser Publikum im Sturm erobert, war durch all diese Ausstellungen in den 20er Jahren, in denen Tänzerinnen das schwarze Afrika zeigten, der Weg geebnet worden. Josephine Bakers Bewegungen und Gesten sind etwas völlig Neues. Man kann diese Körpersprache der Schwarzen gar nicht genug erwähnen. Es geht im Varieté-Theater nicht nur um die Freiheit des nackten Körpers, sondern auch um eine Freiheit der Bewegungen. Damals schrieb man in der Presse, in den Kritiken, ständig über ihre Gebärdensprache, über Josephines zuckende Bewegungen und die Grimassen, die sie schnitt. Einige empörten sich darüber. Sie übertreibt. Wie kann sie es wagen, sich derartig zu bewegen? Dennoch ist man fasziniert von ihrer Geschmeidigkeit und vergleicht sie mit einer Liane. Ich glaube, das, was manche die Faszination des wilden Körpers nannten, den man manchmal immer noch mit leicht kolonialen, rassistischen und abwertenden Hintergedanken betrachtete, war eine doppelte Faszination. Vor allem ist Angst im Spiel. Ich glaube, alle Rassisten haben Angst, denn dieser wilde Körper ist viel kräftiger als ihre. Man schaut auf die großen Zähne und hat Angst, der Wilde könnte beißen. Aber zugleich denkt man, hätte ich doch nur einen Bizeps wie er. Als man die 1931 für die Ausstellung im Wald von Vincennes errichteten Bauten abriss, die den kolonialen Traum verherrlichten, verschwanden nicht nur Landschaften aus Pappmaché, sondern auch die Spuren des letzten großen Menschenzoos. Unser kollektives Gewissen hatte sie gekonnt verdrängt, denn sie waren der offensichtlichste Beweis dafür, wie sich Rassismus in der europäischen Bevölkerung ausbreiten kann. Was ist davon übrig geblieben? In vielen dunklen Kellern von Museen rund um die Welt findet man die Leichen von Opfern dieser Menschenzoos, die darauf warten, dass ihnen Gerechtigkeit zuteil wird. Das Problem mit alten Sammlungen, egal ob es sich um Kunst oder wissenschaftliche Exponate handelt, ist, dass es immer Objekte skandalöser Herkunft gibt. In den biologischen und anatomischen Sammlungen gibt es menschliche Körperteile, die unter äußerst unmenschlichen Umständen erworben wurden. Umstände, die sich mit unserer heutigen Ethik und Moral nicht vereinbaren lassen.
Ich habe zum Beispiel Dreharbeiten in den Depots des anthropologischen Labors des Musée de l'Homme verboten, weil dieser Ort voller Gefühle ist. Wenn man einen Schrank öffnet und vor einer Ansammlung von Skeletten steht, sieht das schon sehr, sehr befremdlich aus. Man wähnt sich in einer Art Geisterbahn. Ich glaube, ich kenne den Grund, warum die Konservatoren in den Museen sich ganz auf das Objekt konzentrieren und sich bemühen, möglichst keinen Zusammenhang herzustellen zu dem Lebewesen, das dahinter steckt. Sie distanzieren sich so gut es geht von dem Künstler, dem Handwerker und den Personen, für die diese arbeiten. Und das Objekt selbst kann nicht sprechen. Wenn man dies im Zusammenhang sieht mit den Kolonialschauen, auf denen man die Kongolesen ausstellte, kann man sich vorstellen, wie es dazu kam, dass das Objekt, die Maske oder das afrikanische Kunstwerk, den Wilden in der Sammlung ersetzte. Natürlich ist es viel einfacher, Statuen zu sammeln als Eingeborene. Eigentlich finde ich es wirklich gut, dass das Musée du Quai Branly an der Stelle gebaut wird, wo früher ein Dorf aus den Kolonien stammt. Das macht doch einmal mehr deutlich, dass die damaligen Einwohner verschwunden sind. Will man über ihre zweifelhafte Beschaffung hinwegtäuschen, wenn man sich mittlerweile dazu durchgerungen hat, einige dieser Körper in ihre Heimat zurückzuführen, darunter auch den symbolträchtigsten, den der Hottentotten-Venus. Ihr richtiger Name war Satje Bartmann und ihre Odyssee markiert den Weg der Menschenzoos. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde sie auf Ausstellungen in London und Paris herumgereicht. Nach ihrem Tod 1815 delektierten sich die Wissenschaftler an ihrer Anatomie. Als eine Trophäe der Wissenschaft zierte ihr Abguss bis vor 30 Jahren die Eingangshalle des Musée de l'Homme. Erst jetzt erklärte sich Frankreich bereit, ihre Überreste an Südafrika zu übergeben, wo ihr Präsident Thabo Mbeki ein würdevolles Staatsbegräbnis bereitete.